Guten Morgen. Es ist wichtig, dass wir als Golfer verstehen, was für einen Einfluss die Schlagflächenstellung und die Schwungrichtung beim Putten hat. Wenn wir das verstehen und wenn wir wissen, was wichtig ist im Treffmoment, dann können wir viel effektiver trainieren. Okay, ich fange mit einem Putt an, wo die Schlagfläche gerade ist. Ich verwende den Strich auf dem Ball. Ich werde schauen, dass meine Schwungrichtung auch stimmt und dass die Schlagfläche dann im Treffmoment gerade ist. Dieses Mal werde ich die Schlagfläche wieder zum Ziel ausrichten, aber ich werde relativ stark nach rechts durchschwingen. Okay, so meine Schwungrichtung, das ist ein 2 Meter Putt, wird zu einem Punkt sein, ungefähr 20 cm rechts vom Ziel, von meinem Tee. So, die Schlagfläche ist wieder gerade, aber diesmal werde ich 20 cm nach links springen. So, Schlagflächenstellung gerade, Schwungrichtung nach links. Dieses Mal werde ich schauen, dass meine Schwungrichtung gerade ist, aber ich werde dafür sorgen, dass die Schlagfläche rechts verkantet ist. Also die Schlagfläche zeigt zu dem Punkt 20 cm rechts vom Ziel. Dieses Mal werde ich wieder gerade zurück und durchschwingen, aber die Schlagfläche wird links nach links zeigen, ca. 20 cm. Ich putte aber gerade. So, was dieses kleine Experiment mir wieder gezeigt hat, ist, dass die Schlagflächenstellung im Treffmoment entscheidender ist als die Schwungrichtung. Der einfachste Weg, das Blatt im Treffmoment zum Ziel oder zum Zwischenziel zeigen zu lassen, ist schon vorher den Putter richtig zum Ziel auszurichten. Und dieses Thema werden wir morgen ansprechen.